Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachtsfeiertage und dass ihr die so verbringen konntet, wie ihr euch das vorgestellt habt. Auf jeden Fall habe ich ja letzte Woche ein Gewinnspiel gemacht und jetzt gerade in diesem Moment, wo das Video jetzt hochkommt, müsste die Auslosung stattfinden. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ihr dieses Video geschaut habt und ihr habt im letzten Video bei dem Gewinnspiel mitgemacht, schaut nach diesem Video mal rein und guckt, ob ihr eine Antwort von mir habt und ob ihr vielleicht gewonnen habt. Auf jeden Fall drücke ich euch ganz doll die Daumen. Aber da heute, wenn das Video hochkommt, 31.12. ist, steht natürlich wieder mein Lesemonat für den Dezember an und es gibt keinen besseren Tag wie der letzte Tag des Jahres dafür. Auf jeden Fall war mein Dezember jetzt nicht so krass erfolgreich, wegen den ganzen Weihnachtsfeiertagen und so kam ich irgendwie echt nicht so viel zum Lesen, obwohl ich finde, es ist eigentlich in Ordnung dafür, denn ich habe es geschafft, 19 Bände zu lesen und davon auch recht dicke, deswegen ich bin ganz zufrieden und ich würde sagen, wir starten. Wir starten erstmal mit einem Verlag, wo ich mir den allerersten Band von gekauft habe, denn der Verlag ist, glaube ich, noch relativ neu. Und zwar ist es der Manlin Verlag und hier habe ich mir Dawn the Teen Witch geholt. Und den wollte ich eigentlich schon, ich glaube, letzten Monat haben, also zumindest da, wo er rausgekommen ist. Aber ich hatte kein Exemplar gefunden, was gut aussah. Alle, die ich so geschickt bekommen habe von Amazon und Thalia, waren richtig demoliert und dann habe ich mir den jetzt im Manga-Laden gekauft. Aber auf jeden Fall war ich sehr, sehr gespannt und ich habe mir echt so ein bisschen viel erhofft. Ich muss sagen, er ist wirklich sehr, sehr süß und es hat auch Spaß gemacht, ihn zu lesen, aber irgendwie ist es jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Hier geht es um unsere kleine Hexe Dawn, die an eine Magierschule geht und hofft dort, Karriere machen zu können, so ein bisschen, oder was zu lernen. Und hier ist es so, je größer der Hut wird bei der Einstufung, desto schlechter bist du als Hexe. Und unsere Protagonistin hat einen so großen Hut bekommen, den man noch nie gesehen hat. Und zwar wurde wegen ihr auch extra eine neue Klasse eröffnet, und zwar die Klasse G. Also ist sie ziemlich, ziemlich schlecht. Und dies wird sie dort auch sehr hart zu spüren bekommen von ihren Mitschülern. Und sie geht da relativ tough ran und ist auch eine ziemlich toughe Protagonistin. Aber ich finde das Mobbing da wirklich schon gar nicht ohne, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall lernt sie dann dort auch den Protagonisten kennen. Das ist denn dieser hier. Und der steht so ein bisschen auf ihrer Seite, beziehungsweise macht das gar nicht zum Thema, dass sie in so einer schlechten Klasse ist. Und dann gibt es noch einen anderen Typen, der sie dann unterstützt, den ich gerade nicht finde. Auf jeden Fall haben wir hier noch den Lehrer, der dann freiwillig sich da zu bereit erklärt, die Klasse G, also sprich nur unsere Protagonistin, zu unterrichten. Und dieser Lehrer scheint ziemlich berühmt zu sein und ziemlich was auf dem Kasten zu haben und unterstützt sie dann da auch so ein bisschen. Auf jeden Fall ist das dann hier nochmal der andere Protagonist, der dann auch die Protagonistin so ein bisschen unterstützt. Ich muss sagen, so den ersten Band fand ich wirklich sehr, sehr süß. Ich mag die Zeichnungen sehr gerne. Bin gespannt auf den zweiten Band. In zwei Bänden ist die Reihe auch schon abgeschlossen. Und ja, ich bin dann ganz froh, dass ich den habe. Ach so, und hier war auch noch ein Extra drin, fällt mir gerade ein. Und zwar so eine Karte, die ich jetzt gar nicht so besonders finde. Aber ist ganz niedlich. Und ja, das war mein erster Band von Manlin Verlag. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden. Dann kommen wir zu Carlsen. Auch hier habe ich nur einen Band gelesen. Und zwar haben wir hier auch schon mein erstes Weihnachtsgeschenk. Ich habe nämlich unglaublich viele Manga zu Weihnachten bekommen. Meine Familie unterstützt da mein Hobby wirklich sehr, was mich mega, mega freut. Und auch meine Freunde. Ich bekomme auch von meinen Freunden immer sehr, sehr viele Manga geschenkt, was mich sehr, sehr freut. Aber auf jeden Fall habe ich bei Carlsen Neon Genesis Evangelium, die Perfect Edition, Band Nummer 2 gelesen. Und ich fand den richtig, richtig gut. Also ich mag irgendwie die Geschichte sehr, sehr gerne. Ist ja auch schon eine sehr, sehr alte Reihe, aber halt ja schon so eine berühmte Reihe, wo ich Shame on Me noch gar nichts drüber kenne. Deswegen freue ich mich richtig, dazu was zu lesen und herauszufinden, warum diese Reihe so gehypt wird oder der Anime auch. Und mir hat der zweite Band wirklich sehr, sehr gefallen, weil hier kommt jetzt auch ein neuer Charakter zum Vorschein. Und zwar ist das Asuka und ich denke, die kennt viele von euch. Wo ist denn die eigentlich? Kommt, glaube ich, erst im zweiten Abschnitt. Ach, hier war sie. Das ist diese hier. Und die finde ich auch sehr, sehr cool. Die steuert auch einen Eva und das finde ich ziemlich nice. Ich mag die Kämpfe wirklich sehr, sehr gerne und finde die Welt super interessant. Hier wird dann auch geübt, dass sich die neue Asuka und unser Protagonist ein bisschen besser verstehen und als Einheit kämpfen. Und ja, ich finde die Kämpfe wirklich sehr, sehr cool und mag die Charaktere. Ich bin gespannt auf die weiteren Bände und ich freue mich richtig, da weiterlesen zu können. Kommen wir zu Ultraverse. Hier habe ich zwei Bände gelesen und diese beiden waren in meinem Adventskalender drin. Und zwar Mindstar 3 und 4. Und ich freue mich richtig, da weitergelesen zu haben, weil irgendwie mag ich
mache ich es jetzt gerade, so wie es fortgeschritten ist, mega, mega gerne. Ich habe ja das Gefühl, die Reihe ist so eher wie so ein Krimi, so ein Thriller. Und ich mag das echt so gerne. Unser Protagonist ist ja immer noch auf der Suche nach, so gesehen, seinem Vater und nach jemandem, der was mit dem Mord an Ai zu tun haben könnte oder beziehungsweise dem Fan, der da drin beteiligt war, einen Hinweis gegeben haben könnte. Und das ist ziemlich, ziemlich interessant. Hier geht es auch um eine, ja, so Reality-Show beziehungsweise so aus Japan, wie so mehrere Schüler in ein Haus gesteckt werden und dort so gesehen sich Romanzen bilden sollen. Und dann geht es darum, wie eine der Darstellerinnen etwas gemacht hat, was halt die Community nicht so gut findet und dadurch halt schwerstes Cybermobbing erfahren hat und von allen gehasst wurde. Und ich fand diese Thematik auch wirklich sehr, sehr interessant. Daran merkt man auch, dass das Idol-Business nicht sehr rosig ist, aber das wissen wir, denke ich mal, alle. Auf jeden Fall lernen wir dann auch noch sie kennen und sie schließt sich dann der neuen Idol-Gruppe an, die ja dann seine Schwester gegründet hat. Auf jeden Fall finde ich das alles sehr, sehr cool. Ich mag die Reihe wirklich sehr gerne und bin gespannt, wie das weitergeht. Also, ich kann mir noch gar nicht so darunter vorstellen, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde mir hier auch mal den Anime anschauen, weil da werden ja auch die einzelnen Lieder der Idols natürlich als Musik dargestellt. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen cooler, als das in einem Manga zu lesen. Aber trotzdem mag ich die Reihe wirklich sehr, 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 sehr gerne und kann sie empfehlen. Kommen wir zu Egmont. Hier habe ich 3 Bände gelesen. Und zwar habe ich 3 Bände von More Than a Doll gelesen und bin jetzt auf dem aktuellen Stand, was mich sehr, 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 sehr freut. Und ja, ich mag die Reihe einfach mega, mega gerne. Also hier sind halt mehr so Alltagsgeschichten und alles so ein bisschen schöner gemacht. Hier geht es dann halt auch um eine, oh, jetzt habe ich vergessen den genauen Namen, aber auf jeden Fall um eine Fotosession von mehreren Cosplayern, wo dann auch unsere Protagonistin Marin mitmachen kann. Und das fand ich ziemlich cool, weil diese Fotos sind halt solche Nonnen gewesen aus einem Horrorspiel und ich fand das irgendwie sehr, sehr cool, wie die das da gemacht haben. Und ja, ich mag den Humor sehr, sehr gerne in der Reihe. Ich mag unsere Protagonistin mega, mega gerne. Und sie entdeckt jetzt auch so ein bisschen ihre Gefühle für unseren Protagonisten Gojo, was ich auch sehr, sehr cool finde. Da bin ich gespannt, ob die beiden denn demnächst vielleicht sogar zusammenkommen. Aber ich weiß es noch nicht, kann mir das noch nicht so vorstellen. Hier sehen wir das Nonnenkostüm, was ultimativ geil ist. Also ich mochte die letzten Bände sehr, sehr gerne und werde jetzt auch immer auf dem aktuellen Stand, denke ich mal, bleiben. Und hier sieht man dann die Cosplays und wie das dargestellt wurde. Also ich mag dieses Thema Cosplay wirklich mega, mega, mega gerne. Und irgendwie mag ich das so, wie die auch mit dem Hobby umgehen, weil hier wurde zum Beispiel auch thematisiert, dass auch egal welches Alter, egal wie du aussiehst, du bist in dieser Community total willkommen. Und das finde ich so schön einfach. Das ist ein tolles Hobby und ich finde die Reihe einfach sehr, sehr empfehlenswert. Ist wirklich was Schönes, immer für zwischendurch und gibt einem ein gutes Gefühl. Weiter geht's mit Manga Kalt und hier habe ich 3 Bände gelesen, aber wir fangen erstmal mit dem coolen an und zwar der Abschlussband von Demon Slayer mit der neuen Box. Diesmal habe ich mir die Box direkt von Manga Kalt bestellt. Hier gab es zwar ein paar Lieferverzögerungen, aber das wurde auch angekündigt, deswegen war das auch schon in Ordnung. Hier habe ich, glaube ich, weil ich bei Manga Kalt bestellt habe, auch ein Poster bekommen, was auch ganz süß ist. Hier hinten sieht man dann die einzelnen Bände und die Schuber. Und ich habe mir den Schuber extra bei Manga Kalt vorbestellt, weil ich irgendwie auch Angst hatte, dass ich ihn nicht bekomme. Aber auf jeden Fall ist der wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt gucke ich mal, ob ich diesen diesen Band rausbekomme. Auf jeden Fall war hier ja jetzt auch nochmal ein Shikishi drin, was auch ganz schön ist. Das kann ich auch nochmal hier unten zeigen. Ja, ich mag diese kleinen Shikishis wirklich sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall werde ich hier auch nicht so reinblättern, aber das Ende war hart, muss ich zugeben. Deswegen, ich muss mal ganz kurz ihn selber gucken. Ich zeige eigentlich nur eine Seite auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Ende war wirklich krass. Ich habe noch nie so ein krasses Ende gelesen und war wirklich sehr, sehr emotional, weil Demon Slayer ist halt, lässt halt auch Charaktere sterben, was bei manchen wirklich sehr, 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 sehr traurig war. Ich kann nicht weiter reinblättern. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich finde die komplette Reihe gut. Mir hat das Ende mega gut gefallen. Ich finde die Message dahinter auch wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich bin traurig, dass die Reihe zu Ende ist. Finde das Ende aber wirklich gelungen. Mir hat die Reihe insgesamt wirklich super toll gefallen und wirklich sehr, sehr emotional. Ich habe selten eine Reihe gelesen, wo wirklich
doch extrem viele Charaktere sterben, wo man denkt, also gedacht hat, dass die niemals sterben würden. Sehr, sehr gute Reihe, wirklich. Macht mich schon fast ein bisschen traurig, dass sie zu Ende ist und wie sie geendet ist, aber wirklich ein total tolles Ende. Kann ich sehr, sehr empfehlen. So, und dann hatte ich auch in meinem Adventskalender die Tagebücher der Apothekerin Band 5 und Band 6, weil ich habe mir so gewünscht, da weiterlesen zu können. Und ich mag die Reihe immer noch so gerne. Ich lese die so gerne. Hier kommen wieder einige Fälle, die Mao versucht aufzudecken, was sehr, sehr spannend ist. Und gerade das Ende von Band 6 ist so ein kleiner Cliffhanger gewesen. Aber auf jeden Fall dient sie jetzt gerade bei Shinji im Anwesen, damit sie jetzt wieder zurückkommen konnte im inneren Palast. Oder ist das der äußere Palast? Auf jeden Fall dann wieder in die Nähe des Kaisers, was ich sehr, sehr gut finde. Auf jeden Fall unterrichtet sie dann auch die Ehefrauen des Kaisers in gewissen Künsten, was ich auch ziemlich witzig finde. Aber auf jeden Fall mag ich die Reihe wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag unsere Protagonistin Mao. Ich finde die sehr, sehr toll, sehr tough. Und ich mag auch generell die Ernsthaftigkeit, die die Zeit auch mit sich bringt. Also hier wird auch irgendwie nichts verschönigt. Ich finde, klar, es ist alles so im Romance-Style gezeichnet, aber trotzdem werden Sachen auch ausgesprochen, wie jetzt zum Beispiel, dass Mao ist ja auch im Rotlichtviertel aufgewachsen und wie halt mit den dortigen, ja, Konkubinen oder halt Prostituierten manchmal umgegangen wird. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut an der Reihe, dass hier auch wirklich nichts verschönigt wird. Und ich mag einfach wirklich die Reihe sehr, sehr gerne und ja, kann die nur empfehlen, aber ich denke, viele von euch wissen, dass die sehr, sehr gut ist und ich freue mich mega, mega, mega aufs Weiterlesen. So, kommen wir zu Hayabusa und hier habe ich 4 Bände gelesen und zwar auch 4 Bände von einer Reihe. Und zwar habe ich die von einer ganz, ganz, ganz lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen, weil sie diese nicht so gerne mochte, die Reihe, und ich wollte gerne mal reinlesen und habe dann ein so liebes Paket von ihr bekommen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich habe mich ultimativ dolle gefreut. Auf jeden Fall ist die Reihe, um die es geht, The Vote. Und hier habe ich, wie gesagt, 4 Bände gelesen und ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht ultimativ krass. Also ich gehe da mit der Meinung von meiner Zuschauerin einher. Ich denke, ich werde es trotzdem beenden, weil ich irgendwie wissen möchte, wie es ausgeht, muss ich zugeben. Das, was mich an der Reihe stört, ist, also ich muss erstmal anfangen, worum es geht, dann kann ich sagen, was mich stört. Auf jeden Fall geht es hier um ich muss aufpassen, dass wie ich hier reinblättere. Moment. Auf jeden Fall geht es hier um eine Handy-App und die installiert sich von alleine auf den Smartphones der Schüler einer Klasse und dieses Handy-Game heißt The Vote und hier müssen die Schüler einen Klassenkameraden auswählen und dieser wird dann einen sozialen Tod erhalten und dieser soziale Tod heißt halt, dass irgendwas veröffentlicht wird, was dem Ruf der Person schaden würde, aber auf jeden Fall können die Klassenkameraden, wenn jemand halt entschieden wurde, beziehungsweise falls, wenn einer ausgewählt wurde, haben sie noch die Möglichkeit, diesen zu retten, indem sie für ihn abstimmen oder beziehungsweise tippen auf dem Handy. Aber man sieht dann halt natürlich, wie es immer in diesen Horrorreihen ist, was so der Abgrund der Menschheit ist und dass sie das natürlich dann größtenteils nicht machen. Auf jeden Fall, das ist so das grobe Setting und hier haben wir auch eine Protagonistin, die relativ cool ist vom Charakter her, wie ich finde. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, der soziale Tod der Schüler, der immer, also eigentlich in 90% der Fälle auftritt, ist irgendein Video, wo sie halt in nicht vorteilhaften Posen zu sehen sind oder bei einem Akt mit einem anderen Geschlecht oder auch mit dem gleichen Geschlecht. Also auf jeden Fall geht es eigentlich immer um sexuelle Handlungen. Und ich muss euch sagen, ich finde das halt nicht gruselig und ich muss auch sagen, mich interessiert nichts weniger als das von anderen Menschen. Ich finde es halt ein bisschen besser, wenn, ja, so krass krassere Dinge wie, weiß ich nicht, irgendjemand hat einen Mord begangen oder, weiß ich nicht, irgendjemand macht brutale Sachen, was ich jetzt hier nicht so auf YouTube ausführen kann, was ich meine. Aber auf jeden Fall interessiert mich sowas halt immer nicht. Also ich denke immer, was ist denn daran jetzt so das Ding? Klar ist das für junge Schüler nicht so cool, wenn das veröffentlicht wird, aber ja, es ist halt in meinen Augen überhaupt nicht gruselig, gar nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich so, dass in diesen 4 Bänden die Grundstory so vorbei ist, beziehungsweise die von der Klasse und so gesehen ein neues Game losgeht. Also in den 4 Bänden ist eigentlich, würde ich sagen,
die erste Staffel so summa summarum vorbei, so würde ich es nennen. Und jetzt bin ich aber gespannt, wie es so ist, ja, danach. Deswegen, ich kann noch nicht so viel erzählen. Ich finde es nicht schlecht, aber gruselig finde ich es halt nicht. Es ist, ich finde es spannend und ich finde, die Bände lassen sich ultimativ schnell durchlesen und, ja, ich finde es ganz nett für zwischendurch und ich denke, ich werde es auch beenden, wenn ich die anderen Bände zu einem guten Preis finde. Nichtsdestotrotz, es hat mich definitiv unterhalten, verstehe aber nicht, was diese sozialen Tode, was daran gruselig sein soll. Aber auf jeden Fall nochmal vielen, vielen lieben Dank für die Bände. Ich werde es auf jeden Fall behalten. Kommen wir zum letzten Verlag und es ist diesmal wieder Tokyopop. Und hier habe ich 5 Bände gelesen. Und zwar kam der Abschlussband von Prince Never Give Up raus. Und ich habe mich nur gefreut. Ich freue mich so, jetzt ist diese Reihe beendet. Aber ich fand sie einfach so sweet. Auf jeden Fall war das Ende halt klassisch für einen Shoujo. Und es hat mir trotzdem alles sehr, sehr gefallen. Ich mag einfach den Protagonisten wirklich so gerne. Ich habe selten so einen lieben männlichen Protagonisten gesehen. Der ist so süß. Und ja, ich finde die Liebesgeschichten der beiden wirklich so toll. Also ich kann die Reihe empfehlen. Es ist halt auch genau mein Humor. Hier ist wirklich sehr, 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 sehr viel Comedy. Und ja, es erinnert mich ja so ein ganz kleines bisschen an Oran High School Host Club. Und ich mag es einfach sehr, 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 sehr gerne. Und ja, bin ein bisschen traurig, dass die Reihe zu Ende ist. Aber finde auch 12 Bände lang auch bei der Geschichte. Und ja, freue mich einfach. Sie ist so süß, die Reihe. Dann hatte ich auch in meinem Adventskalender 2 Bände von Die rothaarige Schneeprinzessin. Und zwar Band 23 und 24. Und ich muss sagen, ich bin jetzt wieder total drin in der Story. Was mich sehr freut. Ich hatte so Angst, diese Reihe kann mich nicht mehr packen, weil sie war ja schon so ein bisschen auf der Kippe, dass ich sie so gesehen rausschmeiße. Aber ich bin ganz froh, dass ich es jetzt nicht gemacht habe, weil irgendwie mag ich die Story auch sehr gerne. Aber ich bin halt echt ultimativ rausgekommen und kam auch nicht mehr rein. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich ein paar Bände hintereinander gelesen habe und so gesehen ein neuer Arc begonnen hat, bin ich denn doch wieder drin und es gefällt mir sehr, sehr gut und ich finde es jetzt auch spannender, weil hier geht es jetzt gerade darum, dass ein Mann so gesehen Shirayuki aufsucht und sagt, dass er halt eine Frau immer wieder sehen möchte und es gar nicht aushalten kann, von ihr getrennt zu sein und dann kommt so gesehen raus, dass dies die Wirkung eines Parfüms ist, was ich sehr, sehr interessant finde, aber auf jeden Fall gilt es denn hier so gesehen den Fall zu lösen und wer dahinter steckt und das finde ich ziemlich interessant und ich finde einfach die Geschichte einfach so süß. Also ich bin froh, dass ich es weiterlesen kann. Ich habe jetzt aber, glaube ich, gehört, dass die Reihe auch bald pausieren wird, was ich sehr schade finde, weil sie geht ja schon so lang und dann nochmal noch länger zu warten, ein bisschen blöd. Aber ich werde sie auf jeden Fall weitersammeln. Irgendwie habe ich die Reihe auch schon so lange und ich kann sie irgendwie nicht aufgeben, muss ich zugeben. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe mich sehr gefreut, da wieder weiterlesen zu können. Dann kam ein neuer Band von Fushigi Yuri raus und zwar Band 8. Und ja, hier ist so gesehen, glaube ich, die Hauptgeschichte jetzt vorbei. Und jetzt so gesehen kommt die Nachfolgegeschichte, also was nach dem Kampf so gesehen passiert. Und es geht auch um ein weiteres Abenteuer. Ja, und ich muss sagen, so dieses weitere Abenteuer finde ich irgendwie so ein bisschen meh. Also ich finde, sie hätten die Geschichte danach auch beenden lassen können. Aber okay, ich werde jetzt auch das auf jeden Fall beenden, die Reihe, so ist es nicht. Aber muss zugeben, die Hauptgeschichte beziehungsweise die Geschichte in der anderen Welt hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber ich bin gespannt auf den nächsten Band und vielleicht wird es ja dann nochmal besser. Ich fand den hier halt so ein bisschen zäh. Aber ist jetzt nicht schlimm. Ich bin ganz froh, dass die Reihe hier eine Neuauflage bekommen hat und dass ich die sowieso generell mal lesen kann, was mich sehr, sehr freut. Und ja, ich bin gespannt auf den nächsten Band. Kommen wir zum letzten Band für meinen Lesemonat, Dezember. Und das ist ein Einzelband, den ich auch in meinem Adventskalender hatte. Und der heißt Wie die Götter es wollen. Und ich fand den richtig, richtig gut, weil hier geht es um eine Welt, wo es Götter gibt und diese erscheinen vor manchen Menschen. Und zwar war es in der Vergangenheit ja so, dass die Menschen zu Ehren der Götter immer mehr Feste abgehalten haben und dies halt jetzt in der Gegenwart nicht mehr machen. Und das gefällt den Göttern nicht so. Deswegen laden sie sich selbstständig immer zu Festen ein, sei es Schulfeste, Geburtstage, Weihnachten, Silvester und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben wir hier unsere Götter und diese verkörpern so gesehen immer ein unterschiedliches Gefühl, so wie Trauer, Wut, Freude. Und diese erscheinen dann vor einzelnen Personen, die eine Gabe bekommen,
die so lange wirkt, wie das Fest geht. Und diese Gabe kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel, du kannst die Gefühle eines Gegenübers einfrieren und diese werden dann für immer halten. Sprich, wenn der Gegenüber dich besonders gerne hat und du sagst, jetzt friere ich das ein, wird er dich für immer gern haben. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool, weil diese Geschichten eigentlich immer unerwartet enden, was ich sehr, sehr gut finde. Hier haben wir zum Beispiel auch einen Vater, der eine Therapie machen muss, weil er relativ schnell wütend wird. Und dieser hat die Gabe bekommen, seinem Gegenüber so gesehen die Gefühle zu entlocken, sprich, was der gerade empfindet. Und das tut er dann gegenüber seiner Ex-Frau, die er eigentlich zurückgewinnen möchte, nachdem er seine Therapie gemacht hat. Und was dabei rauskommt, war auch ziemlich, ziemlich krass. Hier sind sehr, sehr ernste Themen und die finde ich wirklich sehr, sehr gut. Hier hat zum Beispiel noch ein Junge die Gabe bekommen, in einer Zeitschleife festhängen zu müssen, bis er so gesehen einen Selbstmord verhindert, was auch ziemlich interessant ist. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichten so gut sind. Deswegen kann ich den Einzelband wirklich sehr empfehlen. Richtig, richtig interessant. Auf jeden Fall war es das mit meinem Lesemonat Dezember und ich hoffe, ihr hattet auch einen sehr, sehr schönen Dezember. Ihr könnt mir gerne wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr so gelesen habt, was war euer Highlight für den Dezember und habt ihr auch Manga zu Weihnachten geschenkt bekommen? Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Auf jeden Fall, wie gesagt, vergesst nicht nochmal bei dem Gewinnspiel vorbeizuschauen, wenn ihr mitgemacht habt. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Silvester und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns im neuen Jahr in meinem neuen Video wiedersehen und wenn ihr auch in 2024 weiterhin meine Zuschauer seid. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss.